Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Apex Legends. Heute, wie im Titel auch gesagt, gucken wir uns Lifeline an. Tipps und Tricks zu Lifeline von meiner Seite aus. Wir gucken uns erst die Fähigkeiten an und dann gehen wir rüber ins Game. Und zwar, als passive Fähigkeit hat sie Kampfbelebung, setzt eine DDM-Drohne ein, um Teamkameraden wiederzubeleben, damit Lifeline verteidigen kann. Quasi, ihr könnt euren Partner wiederbeleben, aber ihr könnt ihn gleichzeitig verteidigen. Damit meine ich jetzt, ihr müsst ihn gar nicht wiederbeleben quasi. Ihr könnt euch so vorstellen, ihr läuft einmal über euren genockten Partner und das war's. Ihr müsst nichts mehr machen, ihr könnt warten oder ihn halt verteidigen, wie es genau da steht. Mehr dazu sage ich gleich noch was. Und wir werden es wahrscheinlich auch noch im Game sehen, hoffentlich. Die taktische Fähigkeit, DDM-Heildrohne. Die Drohne des Mitgefühls DDM heilt Verbündete in der Nähe im Laufe der Zeit automatisch. Ja, es ist sowas quasi wie ein Medikit oder mehrere Spritzen, die man sich die ganze Zeit im Game quasi hat. Jede 30 Sekunden, das werden wir auch noch safe sehen. Deswegen wartet ab. Und natürlich noch die ultimative Fähigkeit, das Care-Paket fordert eine Landungskapsel mit hochwertigen Defensivmaterialien an. Das werden wir uns auch noch anschauen. Alles wird im Match dann gleich wahrscheinlich passieren, weil nichts davon sehr schwer ist. Nicht so wie letzte Folge mit Gibraltar. By the way, wenn ihr noch Tipps und Tricks zu Bloodhound oder Gibraltar wollt, habe ich auch beides schon gemacht. Ist schon längst veröffentlicht. Und die anderen Legenden kommen natürlich auch noch. Nächstes Mal kommt dann Pathfinder, Brave und so weiter und so fort. Bis zu Seer arbeiten wir drüber und wahrscheinlich auch noch weiter bis zur nächsten Season. Jetzt erstmal aber gehen wir in die Runde rein und dann mehr zu Lifeline. Wir sind schon drin. So. Und zwar, hier sind wir in der Runde. Dieses Mal Trios, nicht so wie in den letzten Malen. Das hat einen ganz einfachen Grund, da man mit Lifeline in Trios mehr anfangen kann. Damit kann ich auch schon mal anfangen. Wenn ihr Lifeline üben wollt oder generell noch nicht so gut mit der seid, spielt ein paar Runden Trios. Mit Trios könnt ihr euch einfacher verbessern als in Duos, weil in Duos ist es oftmals so, dass ihr zu sehr abgelenkt werdet. Also was meine ich damit? Und zwar, Lifeline, natürlich, wie es der Name auch schon eigentlich sagt, ist da, um eure Partner zu reviven. Angreiferische Fähigkeiten oder defensive Fähigkeiten habt ihr nicht wirklich. Ihr habt halt nur die DDM-Drohne und halt das Care-Paket, was ihr quasi setzen könnt. Und das ist jetzt nicht gerade wirklich viel für defensiv oder fürs Angriff. Also es ist mehr sowas, um bei euren Partnern zu bleiben. Mit Lifeline ist es sehr wichtig, dass ihr immer oder dauerhaft bei eurem Partner bleibt. Hier können wir jetzt reviven, während wir fighten. Der wird gerade gerevived. Ist aber auch irgendwie eine blöde Pose, die wir gerade haben. Und könnte auch ein bisschen cool aussehen, das Game Sound. Ich habe jetzt nicht geguckt. Ich kann ihn jetzt hier wieder reviven. Ja, der ist jetzt doof. Und die wird halt wieder belebt, aber ist jetzt gerade ein doofe Positioning. Ja, wenn ich gefinished bin, kann ich nichts mehr machen. Genockt ebenfalls. Also man kann generell mit niemandem was machen, wenn man genockt ist. Da guckt, da kann man sie nochmal sehen, die Drohne. Bei deren Lifeline. Ist vielleicht ein Vergleich. So, während ich tot bin, kann ich noch ein bisschen vorlabern. Und zwar, mit Lifeline, wie gesagt, ist wichtig, dass ihr bei euren Mates bleibt. Ihr braucht nicht unbedingt Mates, die ihr kennt oder womit ihr reden könnt. Klar, das ist besser, das ist immer besser. Aber bei Lifeline würde das jetzt bei den Fähigkeiten nichts ändern, da ihr sie immer gleich benutzt, schätze ich mal. Also ihr würdet ja nicht euren Mate einfach verrecken lassen. Dann noch mit Lifeline. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr einen goldenen Rucksack findet als Team, gebt den immer euren Lifeline oder wenn ihr es seid, benutzt es selber. Wenn ihr schon einen habt, natürlich könnt ihr es anderen geben. Aber der goldene Rucksack ist für Lifeline einfach Gott. Wer nicht weiß, was der goldene Rucksack bewirkt, das sage ich euch gleich, was der macht. Wir gehen so lange in die nächste Runde. Also, was wollte ich gerade sagen? Der goldene Rucksack für Lifeline ist das Beste, was ihr haben könnt. Also wenn sie jetzt einen epischen hat, gibt ihnen trotzdem den goldenen. Denn der goldene, für die, die es nicht wissen, ist dafür da, dass wenn man jemanden revivet, er die Hälfte seines Schilds wie Leben zurückkriegt. Oder ich weiß jetzt nicht genau, ob es die Hälfte ist, aber es ist auf jeden Fall circa die Hälfte. Und mit Lifeline könnt ihr das natürlich super easy machen. Zumindest einfacher, als eure Mates es können. Genauso wie gerade gefunden, einen ultimativen Beschleuniger immer Lifeline geben, beziehungsweise solltet ihr jetzt nicht Krypto spielen, würde ich den immer Lifeline geben. Da ihr Care Package wirklich das Beste ist und wenn es während einem Kampf benutzt wird, ist es eigentlich richtig nutzlos. Dazu kommen wir wahrscheinlich noch auch in dieser Match wahrscheinlich sogar. Aber gut. Ihr
goldenen Rucksack, wie gesagt, immer Lifeline geben. Und nein, es ist nicht beim Epischen so, dass wenn ihr einen Epischen findet, ey, Lifeline, nimm mal, du hast nur einen blauen. Nein, es wird nichts ändern, genauso andersrum. Wenn ihr jetzt einen besseren findet, könnt ihr bringt es nicht, wenn ihr einen schlechteren gibt. Klar, wenn ihr mehrere Epische habt, könnt ihr es natürlich abgeben. Aber jetzt könnt ihr ihn für euch behalten, da das bei Lifeline keinen Unterschied macht. Als Lifeline empfehle ich euch genauso, keine Medikits mitzunehmen und maximal 4 Spritzen. Höchstens ihr seid in der Zone gerade drin. Aber sowas hier, nee, das braucht ihr nicht. Das könnt ihr mit Lifeline komplett verhindern, indem ihr halt diese Drohne hier benutzt. Denn die heilt euch, wenn ihr in der Nähe seid. Ihr könnt sie auch markieren, müsst ihr aber nicht. Ja, die gibt euch quasi Leben, die heilt euch fast full, also braucht ihr deswegen kein Medikit. Im schlimmsten Fall setzt ihr halt eine Spritze und die Drohne ein. Und ja, dann seid ihr wieder quasi full. In der Zone, ganz wichtig, die Drohne nicht benutzen, da sie in der Zone kaputt geht. Die hat genauso wie ihr Leben, also man kann sie auch kaputt schießen, könntet ihr halt so machen, wenn ihr so eine seht. Nur, das wäre eigentlich mega blöd, weil meistens der Gegner auch in der Nähe ist und die Drohne kann euch auch heilen. Also, die kann auch Gegner heilen. Deswegen setzt ihr einfach ein, während einem Fight, wenn ihr weiter weg seid oder so, aber nicht mittendrin, da das den Gegner und euch heilt und es ein bisschen useless ist. So, Tipps waren das jetzt meistens die größten zu Lifeline. Was ihr sonst noch... Ah, hier ist perfekt. Mit Lifeline, da finden wir vielleicht noch was, kann man bei den blauen Boxen, wenn man sie öffnet, hier ein Extrafach haben. Das geht nur mit Lober und Lifeline. Bei den roten ist hier kein Extrafach. Wir gucken mal, ob wir jetzt noch ein blaues finden. Das wäre perfekt, um es zu demonstrieren. Also hier beim roten kein Extrafach. Beim blauen wäre es schön, wenn wir noch eins finden. Das wäre nämlich perfekt, um es euch zu zeigen. Ich glaube, da unten kann aber allerdings nur Heal oder so spawnen oder Muni. Da könnt ihr jetzt nicht rechnen, dass da Waffen liegen. Jedoch habt ihr wahrscheinlich schon genug Waffen, bis ihr eins findet. Weil die sind nicht so häufig, zumindest. Sehe ich jetzt nur einen, habe ich bis jetzt gesehen. So, die Ulti, ja, da kommen wir gleich zu noch mit den Fähigkeiten. Aber die blaue Box, wie gesagt, wenn ihr sie öffnet, öffnet sie ihr lieber als euer Partner, beziehungsweise könnt ihr mehr Loot auch. Auch wenn sie schon geöffnet wurden von jemand anderem, könnt ihr sie nochmal öffnen, wenn sie natürlich noch nicht geöffnet wurden. So, hier ist jetzt übrigens das Care-Paket. Da drin ist einfach ein paar nützliche Accessoires, wie ihr sehen könnt. Ja, nichts ultra heftiges, da können natürlich epische Evo-Schilder und noch viel mehr liegen. Jedoch ist es jetzt halt was ganz Normales gewesen, dieses Care-Paket. Ihr könnt es immer setzen, wo ihr wollt, solange keine Decke drüber ist und solange genug Platz drunter ist. Ihr könnt euch damit auch nicht zerquetschen, genauso wie Gegner könnt ihr auch nicht damit umbringen. So, jetzt gehen wir einfach rüber zu den Fähigkeiten. Denn jetzt habe ich, glaube ich, alles schon gesagt zum Tipps und Tricks. Jetzt zu den Fähigkeiten. Und zwar... Bei den Fähigkeiten, bei der ersten Fähigkeit, wie schon gesagt, könnt ihr Gegner wiederbeleben, ohne Problem. Währenddessen könnt ihr fighten oder was anderes machen. Ja, da muss ich nicht viel sagen. Benutzt natürlich direkt immer, wenn eure Mates genockt sind. Natürlich nicht während einem Fight. Wenn ihr nachladen müsst, aber während einem Fight, wäre das vielleicht nicht schlecht, dass ihr euren Mate wiederbelebt. Maybe wird er gar nicht wiederbelebt, weil er gefinished wird dann von den Gegnern. Jedoch könnt ihr damit den Gegnern Druck aufbauen und hiermit besiegen. Weil sie die Munition lieber auf euren Mate als auf euch verbrauchen. Versucht's einfach. Dann zur DDR-Drohne. Habe ich eigentlich nicht so viel zu sagen, weil die heilt euch halt, die gibt euch Leben. Es ist quasi wie ein Medikit, was mehrere Leute gleichzeitig verwenden können. Aber versteht ihr, es gibt nicht viel zu sagen, weil es quasi einfach wie ein Medikit funktioniert. In der Zone am besten halt nicht benutzen. Oh mein Gott, das sind noch mehr. Aber ja, zum Beispiel hier könnt ihr sie einfach einsetzen, auch wenn ihr sie gerade nicht benötigt. Die bleibt da so lange stehen, bis ihr sie braucht oder die 40 Sekunden von der nächsten Drohne abgelaufen sind. Sonst noch wichtig zu beachten natürlich bei der Nebenfähigkeit. Wie gesagt, nicht in der Zone setzen, ganz wichtig. Und nicht einfach so random während dem Fight. Hier hinter dem Truck ist okay, aber jetzt nicht, wenn jetzt jemand vor mir wäre, einfach bam. Wo ist Octane, der, achso, hat... Ne, es gibt noch Gegner. Sag das doch. Bro, wie viele gibt's hier? Naja, auf jeden Fall zur DDR-Drohne. Oh mein Gott, hinter mir ist noch einer. Wenn Octane jetzt genockt werden sollte...
greife ich, glaube ich, kurz zurück. Ich hoffe, der wird nicht gefinisht, weil... Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr schlechte Sache. Hier die Heildrohne nochmal, wie sie mich heilt. Die heilt mich auch bis full. Oder bis sie kaputt geht zumindest. Und die sollte bis full halten eigentlich. Ja. Die könnt ihr quasi sowas in der Art wie Medikit benutzen. Ja. Wir sind gerade an einer blöden Situation. Ja, das ist noch schlechter. Stabil, hat die stabil gemacht. Ja, mein Problem ist, ich glaube, selbst wenn du einen Tunnel kriegst, wirst du es leider nicht ausschaffen. Aber gut, Runde. Wir gehen nochmal gleich rein, um über das Care-Paket zu reden von ihr und noch ein bisschen was zur BDM-Drohne. Natürlich, was auf gar keinen Fall passieren soll, ist, dass ihr so weit weg von euren Gegnern landet wie ich. Oder besser gesagt, die diesen Ort markieren. Und sie wo ganz anders dahin gehen. Wir versuchen so schnell wie möglich zu dem hinzugehen, weil wir sonst große Probleme haben. By the way, ich bin kein großer Fan vom Bokeh. Ja, ich hoffe mal, wir kriegen es hin. Naja, zur DDM-Drohne wollte ich nur einfach kurz dazu sagen. Ihr könnt ihn in der Song benutzen, Tatsache, aber ihr müsst ein Hitzeschild haben. Ja, ich weiß, was es ist. Das sind diese Teile, die ihr in der Song wirft auf den Boden und dann seid ihr sicher quasi für eine kurze Zeit. Also wenn ihr davon habt, natürlich. Ich bin so strikt mit diesem Bogic. Ich nehme lieber einfach die Volt und freue mich, dass ich die gefunden habe. So, zu unserem Mate, der ist weiter oben, da können wir leider nicht hin. Aber okay, natürlich könnt ihr die Drohne, wie gesagt, im Hitzeschild verwenden. Das ist natürlich möglich. So, jetzt aber zur Ulti. Dazu gibt es nicht so viel zu sagen. Weil ihr könnt sie quasi einsetzen, wann ihr wollt. Ihr habt ja schon gesehen, wie es funktioniert quasi. Und... ich würde ihn ungern hier respawnen eigentlich. Aber dort würde ich ihn noch ungern respawnen, deswegen machen wir hier. So. Aber zur Ulti, ihr könnt sie verwenden, wann ihr wollt. Da gibt es kein schlechtes oder gut. Natürlich jetzt nicht während einem Fight halt. Oder wenn ihr gerade aus der Zone rausrennen wollt. Aber... ich denke mal, man versteht's. Schmeißt einfach irgendwann eure Ulti, zack, rein da. Wenn ihr wollt und Ehrenmänner seid, könnt ihr sie natürlich noch markieren, damit eure Mates auch den Rest kriegen. Oder zumindest, wenn da noch was Wertvolles liegt, sowas wie ein epischer Helm oder ein goldener Brustpanzer oder irgendwas, markiert den, damit eure Mates ihn holen können, wenn ihr ihn zumindest nicht wollt. Vielleicht gibt's da lang was Gutes. So, das waren die Fähigkeiten hauptsächlich. Eigentlich gibt's da nicht so viel zu sagen. Was ich natürlich noch sehen möchte mit euch gerne, wäre eine blaue Box. Wenn wir eine finden, dann suchen wir eine. Falls nicht, deswegen gehen wir mal Richtung Mitte. Und maybe, oh mein Gott. Und maybe noch ein paar kleine Fights, wo ich euch demonstrieren kann. Oh, er hat den Bokeh. Natürlich immer schön markieren, das sollt ihr aber mit jedem machen. Ja, das gefällt mir nicht, wo ich bin und wo meine Mates auf sind, weiß ich auch nicht. Aber okay, wir haben leider auch kein Schild, um uns voll zu machen. Die rennen auch leider weg, unsere Mates, keine Ahnung, was die machen. Ich würde gerne auf die gehen, aber... aber okay, nee, aber hauptsächlich... solltet ihr bei euren Mates bleiben eigentlich, das mache ich gerade nicht gut. Deswegen gehe ich jetzt einfach back. Und ja, auch wenn es langweilig ist, so ist es am einfachsten, wenn ihr einen Win holen wollt. Kills mit Lifeline holen zu wollen, ist irgendwie aber auch crazy. Weil mit Lifeline könnt ihr nicht mitrechnen, dass ihr viele Kills macht. Vielleicht gibt es ein paar Runden. Aber, nee. Also, naja. Aber gut. Sonst... ja, nehme ich nicht. Nee, nehme ich nicht. Aber was ich nehme, ist Energiemuni. Ich brauche Energiemunition. So. Auf jeden Fall.
Mit Lifeline hauptsächlich ist es generell eine Sache mit Übung, die ihr spielen müsst. Wie ihr am Anfang auch gesagt, Trios ist ein gutes Ding dafür. Zumindest nicht du. Ah, guck mal. Hier ist jetzt eine normale... Sorry. Hier wurde die Box von einem normalen Typen geöffnet. Ich kann sie jetzt noch zusätzliches Fach öffnen. Ja, und da sind halt zwei Spritzen drin, was übelst mad. Oder vier Spritzen drin, was übelst trash ist. Aber... Was soll ich viel zu sagen? Ich wollte es euch einfach zeigen, das wurde von einem normalen Dude geöffnet. Im Nachhinein kann man es trotzdem öffnen. So, was ich mich gerade frage, ist, was macht mein Mates? Hört mal, ich greife hier an. Okay, wir laden mal unsere Rampage auf. Und nehmen das mit, weil wir brauchen beide Munis. Die werden gerade gepusht. Ich gehe auf Finish, weil ich halt ein netter Junge bin. Ja, wenn ich Glück habe, schaffe ich es noch weg. Ich glaube auch, ich schaff's noch weg. Oh, hat sich noch knapp angefühlt. Wir können hier jetzt zum Beispiel ein Lifeline-Paket machen. Wir haben kein Schild. Ist natürlich nicht gut. Ja, dass er mich getroffen hat, ist nicht so geil, aber ist auch nicht schlimm. Vielleicht finden wir hier ein bisschen Schildzellen, weil ich würde ungern... Ja, okay, er hat eh das Evo-Schild schon genommen. Aber gut. Aber gut. Okay, dann haben wir jetzt einen Kill bekommen, was mega nice ist, und haben ihn weg. Schön, schön, schön. Natürlich. Och man, die Karre. Ja, das sieht nicht gut aus. Er hat aber Schild. Und noch ein Magazin, das ich nehmen würde. Ja, platzier es bitte. Bitte, bitte. Dankeschön. Tschüss, Portal. Wir können hier jetzt unser Mate diese Heiltrone machen. Der heilt sich dadurch nämlich auch. Es können auch mehrere gleichzeitig ran. Für den Fall, dass wir alle nicht voll wären. Aber wir sind alle voll. 40 Sekunden braucht die Drohne, bis sie wieder ist. Das ist nicht so lange. Ich glaube, das wurde zwar mal, es war zwar mal kürzer, aber das geht sogar noch. Die bleibt ja auch noch. Können wir mal gucken, wie lange die bleibt. Die bleibt ja auch 17 Sekunden, circa 16 Sekunden. Sagen wir mal 15 Sekunden bleibt die ja da. So, das ist jetzt kein Problem. Das heißt, ihr müsst 25 Sekunden warten, bis ihr dann wieder die neue nächste habt. Das geht voll klar, finde ich. Natürlich, außer sie wird da früher erschossen. Aber, tja, das ist dann was anderes. So, dann zeigt mal. Können wir was Spannendes machen für die Zuschauer? Ja, ich glaube, anstatt Schrotflintenverschlüsse anzugucken, zeige ich euch lieber die spannenderen Stellen oder die Fights. So, ich habe zwar keine spannenden Fights gefunden, aber ich habe mein Care-Paket nochmal gemacht, um euch zu zeigen, da kann das da drin sein, das da unten ein Knockdown-Schild. Hier ist das epische Evo-Schild, was ich euch zeigen wollte. Leider immer noch keine spannenden Fights, nur eine kleine Verbesserung meines Magazins bis jetzt. Er nimmt sich das Schild. Ja, kann er machen, brauche ich nicht. Aber wir machen weiterhin Cut, bis wir zu Fights kommen, weil sonst ist es wirklich Trash, dazu zu schauen. Okay, er hat gerade geschossen. Ich weiß nicht, ob wir Gegner... Ja, wir sind Gegner. Oh, ich wurde von der Seite abgeballert, das wollen wir nicht. Jo. Okay, von hinten werden wir auch gepusht, das ist blöd. Ja, da können wir selbst als Lifeline wenig anfangen, muss ich sagen. Weil, ja, wenn Wraith ein Portal aufstellen könnte, wäre das gar nicht schlecht. Ja, leider kann die das zumindest nicht perfekt. Ja, ja, das ist eine scheiß Stelle. Das ist eine scheiß Stelle. Ich glaube, das ist mein Tod leider. Aber wenigstens kann ich euch hier noch was zeigen. Okay,
Okay, dass der durchs Portal noch gekommen ist, ist dreist, aber... Ja, ich versuche zu meinem Mate zu kommen, weil alleine mit Lifeline habt ihr wirklich sehr geringe Chance, vor allem in Trios. So, jetzt komm her, komm her. Ich gebe dir eine Heildrohne. Ich brauche ein Schildzelle-Bett, Bro. Es wäre nicht schlecht, wenn du mir eine geben könntest. Français. Oh. Hallo, der Français. Ouais, der Français. Ja, das sperren wir ganz schnell, aber. Dass die auf einmal reden, naja. Wir schalten auf jeden Fall auf Stumm. Weil ich kein Français spreche. Zumindest nicht aktiv. So, jetzt aber. Hier ist ein bisschen Moni für mich, finde ich gut. Hier ist eine Termitgranate, die nehmen wir noch mit. Ja, ohne Schilde wird nichts. Okay. By the way, wenn ihr es irgendwann haben wollt, dass ich mit Randoms zocke und mit denen rede auch, schreibt mir das mal in die Comments. Davon habe ich schon länger überlegt, ob ich das machen soll. Oh, hier sind Schilde, aber ich würde jetzt... Ja, will, ja, er hat das Medikit genommen. Ich wollte gerade sagen, wenn er es nehmen will, kann er... Es lohnt sich mit Lifeline nicht so. Ich empfehle es zumindest nicht. Wenn ihr vielleicht viel zu viele habt, dann nehmt 1, 2 mit, aber auf keinen Fall so ultra viele. Ja. Mein Aim ist natürlich wieder mal stark. So wie man es kennt. Ja, unsere Mate können wir unmöglich respawnen. Deswegen sind wir auf uns allein gestellt. 2 gegen 3 wird schwierig. Es sind nur noch Trios auf dem Feld. Den Triple Take nehme ich aber lieber mit als die Rampage. Vor allem, weil die schon maxed ist quasi. Das Visier behalten wir mal. Für den Fall der Fälle. Oh mein Gott, das ist ein Köder. Okay. So, sorry für die Unterbrechung. Ich weiß leider nicht, was passiert ist. Hier aber habe ich noch ein Lifeline-Package gespawnt. Das nehmen wir. Oh, hier ist ein Goldbrustpanzer. Das ist ganz gut. Beim Goldbrustpanzer übrigens, falls ihr es nicht wisst, wenn ihr Spritzen benutzt oder Schildzellen, ihr heilt euch doppelt so viel. Das lohnt sich also schon, einen mitzunehmen, wenn ihr einen epischen habt. Gegen roten Evo-Schild ist es schwierig immer zu sagen. Aber mache ich manchmal sogar auch. Ja, das ist scheiße, wo wir gerade sind, muss ich. Ich habe vergessen, dass wir die Triple Take haben. Ich habe zwar noch in die Zone reingeschafft, aber ja, das wird nicht viel bringen. Aber ich habe einen Kill noch bekommen, immerhin. Ja, das war es mit der Runde. Ich weiß nicht, wieso es vorhin abgebrochen ist, random. Also, ich nehme ja mit Remote-Wiedergabe, was ihr wahrscheinlich auch gemerkt habt, aber. Die hat es abgebrochen. Das heißt, das ist für euch auch abgebrochen. Ist aber nicht schlimm. Hier sind wir noch in der Runde. Wir schauen den Typen nochmal zu. Weil hoffentlich kriegt er Sinn. Ich habe aber leider schlechte Sachen bedenken. Einen habe ich töten können, was übelst gut ist. Dann hat er wenigstens kein Trio gegen Duo Solo. Aber ein Duo gegen Solo. Beziehungsweise es gibt hier noch ein Trio. Wahrscheinlich. Ja, schwierig, schwierig für ihn. Schauen wir nochmal zu Ende. Vielleicht könnte er ja noch hinbekommen. Nein, das war keine gute Idee. Ja, oh, das war keine gute Idee. By the way, wen das Match nicht mehr interessiert, ihr könnt auch schon gehen. Davor nochmal natürlich abonnieren, weil ich habe nichts mehr zu Lifeline. Das waren alle Tipps und Tricks. Solltet euch aber schon längst aufgefallen sein. Ich schaue nur noch das Match noch zu Ende. Vielleicht kriegt er noch einen saftigen Win hin. Würde ich auf jeden Fall feiern, wenn der das noch hinbekommt. Dann haben wir heute mit Lifeline auch noch einen Win gemacht. Was natürlich passend wäre. Sieht für mich aber so aus, als ob die durch diese Dinger sterben wird. Leider bezweifle ich es, dass du Schildzellen hast. Wirklich viele.
Wieso hat die mir nicht... Ja, da ist noch ein Evo-Schild, aber... Ja gut. Immerhin findet die noch guten Stuff. Oder der. Ich weiß jetzt nicht. Ja, das ist ein Problem, Bro. Das ist gut, aber du kannst keine Türen öffnen, während du da drin bist. Hast ein Medikit dabei, nach meinem Wissen noch von vorhin. Das könnte er gut usen jetzt. Oh, nein. Jetzt sieht es schwieriger aus. Schade. Wir gehen nochmal zur Lobby, um die Abmoderation zu machen. Dann war es das aber auch. Ich hoffe natürlich, aber euch hat dieses Lifeline-Tipps und Tricks-Videos gefallen. Demnächst oder wahrscheinlich sogar morgen oder übermorgen kommt ein Tipps und Tricks-Video zu Pathfinder Rave. Wie gesagt, und von jedem werden noch welche kommen. Also bleibt gespannt. Abonniert natürlich diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um die nicht zu verpassen. Ich habe auch noch andere Let's Plays durchgemacht. Red Dead Redemption oder Super Lucky Tales. Schaut euch das auf jeden Fall an, wenn es euch gefällt. Ihr habt noch viele andere Sachen, Clash Royale und so. Schaut euch alles auf jeden Fall an. Genießt es, wenn ihr es nicht getan habt. Ist super nice. Ihr könnt natürlich das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Auch wenn es euch geholfen hat oder sonst was. Wenn es euch einfach gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr es nicht getan habt. Würde mich auf jeden Fall super freuen. Ihr könnt natürlich auch die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos von diesem zu verpassen. Mein TikTok verlinke ich in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.